Hallo und herzlich willkommen Leute, wir spielen heute mal wieder Clash of Clans. Ich zeige euch eine Taktik, und zwar die Magier-Riesen-Heiler-Taktik. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon mal gezeigt habe. Ich glaube aber nicht. Und ja, fangen wir einfach mal an. Wir suchen einen Gegner, wo die Luftabwehr nicht so gut gelegen ist. Und wo wir in aller Ruhe da eindringen können und unsere Heiler können in aller Ruhe alles heilen und irgendwie sowas in die Richtung suche ich. Mal schauen. Ah, der hier wäre ein bisschen zu einfach und er hat nicht genug Loot. Der hier ist auch ein bisschen zu einfach und hat auch nicht genug Loot. Ah, wieder dasselbe. Komm schon, ich brauche viel Loot. Oh yeah. Oh yeah. Den Ohr. Den schnapp ich mir. Okay, der hat eine Luftabwehr. Ach so, der... Oh mein Gott. Das ist ja göttlich. Okay, der Angriff ist ein bisschen einfach, aber egal. Wir machen erstmal hier eine Reihe von Riesen. Dann erstmal ein paar Mauerbrecher hier rein. Ich würde sagen, einfach mal alle. Setzen wir mal zwei Heilzauber hier hin. Und legen unsere ganzen Magier hier raus. Das geht jetzt bei dem Gegner hier mal. Und weil der ist nicht gerade ein hohes Level. Und ich glaube, wir müssen eigentlich unsere Heiler nicht mal einsetzen, oder? Ach doch, komm. Besser ist das. So, wir haben einfach schon einen Großteil vom Loot und ja, der Gegner ist jetzt ziemlich einfach. Ich werde noch zwei weitere Beispiele zeigen von Gegnern, die man so total easy platt machen kann. Und wie man sieht, die Taktik hat perfekt funktioniert. Das Wichtigste ist bei der Taktik immer zuallererst die Luftabwehr ausschalten. So schnell wie es nur geht. Und dann, wenn die down ist, oder kurz bevor es down ist, schnell die Heiler runterlassen, damit die Riesen und die Magier am Leben erhalten, weil wenn die Riesen, einer von beiden, wenn die wegfallen, dann funktioniert die Taktik nicht mehr. Die funktioniert nicht ohne Riesen und ohne Magier auch nicht. Weil die Riesen tun einfach den ganzen Schaden aufsaugen, wie so ein Schwamm, und die Magier sprühen ihn wieder raus. Also verteilen wieder mächtig Schaden. Wie man sieht, es war ein richtig geiler Raid. So möchte ich das haben. Das war aber auch ein bisschen zu einfach. Und ich würde sagen, wir bilden es jetzt nochmal aus und wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Ich wollte gerade mit meinem Hauptprofil Dr. Fu Manchu eigentlich nochmal ein Gameplay mit Town Hall 8 dazwischen stopfen, aber da mein Handy-Internet gerade total rumschlawinert und ja, mein WLAN hier unten in meinem Zimmer auch scheiße ist, ja, lassen wir das und greifen einfach ganz normal wieder an. Und wir suchen wieder einen Gegner, den wir so platt machen können, aber diesmal hoffentlich einen stärkeren. Okay, der hier ist jetzt, ja, der ist... Den lohnt sich nicht wirklich anzugreifen, aber wir machen es einfach mal aus Demonstrationszwecken. 7 müssen hier rüber. Schnell einen Heilzauber hin, sauschnell. Erstmal jede Menge Magier. Schnell die Mauern einbrechen. Hier drüben auch. Oh je, so, dann müssen trotzdem noch da rein. Dann hier drüben erstmal Verteidigung noch, also noch die Clanburg droppen. Hier drüben die restlichen Magier schnell runter. Scheiße, wir sind immer noch nicht in der Mauer drin. Der Gegner ist echt happig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Fuck. Richtig heavy der Gegner. Also, gegen den ist echt schwer. Ihr müsst halt richtig schnell sein, wie man sieht. Und ich versuche noch mein Bestes, um hier irgendwie was rauszuholen, aber es ist halt echt ein schwerer Gegner, denn sein Base-Design ist echt gemein. Und ja, ein paar Riesen konnten wir noch retten. Magier haben wir nicht mehr so viele. Die gehen gleich drauf. Weil die dumm sind und langsam. Magier sind echt so dumm. Ich verstehe auch gar nicht, warum Magier so dumm sind. Ich meine, die können Feuerbälle aus ihren Händen schießen. Die müssen doch wohl ein bisschen was im Kopf haben, oder? Oder ist es irgendwie eher eine Art Kraftakt von denen? Strengen die sich so sehr an, dass sie dann einfach aus den Händen einen... Keine Ahnung. Ich lasse es lieber. Das wird noch zu dämlich. Das ist irgendwie... ziemlich strange, aber egal. Man sieht, es hat doch noch gut funktioniert. Es ist halt echt schwer am Anfang, die beiden Luftabwehren gleichzeitig auszuschalten. Also wenn möglich gleichzeitig. Und ich habe es jetzt zum Glück geschafft. Wie man sieht, ist noch alles gut gegangen. Es hat sich zwar nicht wirklich gelohnt, der Angriff, aber ich wollte es euch ja nur demonstrieren. So Leute, das war's. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie die Taktik funktioniert. Ist nicht gerade eine... Also es ist nicht sowas wie BBM, also einfach... jede Menge Bogenschützen und Magier-Spam, Bogenschützen
Bogenschützen, Barbaren und Mauerbrecher zu spammen, weil das ist einfach. Sondern hier muss man halt wirklich erstmal die beiden. Ich erkläre es nochmal schnell. Einfach die erstmal die beiden Dings weg. Ja, die beiden Öls weg. Erstmal die beiden. Ich bin echt blöd gerade. Die beiden. Boah, wie heißt der Scheiß? Luftabwehr. Zuerst die Luftabwehr klatschen. Und ja, dann hat man genug Platz. Was ist Platz? Hat man, ja, da hat man genug Zeit. Wenn man die down hat, kann man in aller Ruhe alles andere matschen. Und natürlich direkt, wenn die Luftabwehr down ist, die Heiler hinterher. Und ich glaube, ich sollte jetzt lieber gerade mal aufhören aufzunehmen, weil ich gerade total die Scheiße zusammenlabere. Hat zwar schon gestimmt, aber ja, ich sag so oft und so. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.